Moin. Auf dem Kanal hier geht es ja eigentlich eher um Nintendo-Konsolen. Aber ich dachte mir, gucken wir doch mal über den Tellerrand hinaus. Denn gerade für Microsoft gibt es gerade etwas sehr Interessantes. Dementsprechend soll es heute um den Death Mode der Xbox One gehen. Und der Xbox One X natürlich auch. Erstmal so ein bisschen zu den Hintergründen. Normalerweise gibt es bei Spielekonsolen erstmal die Version, die man als normaler Kunde bekommt. Da laufen dann die normalen Spiele drauf, der eShop läuft und so, oder der Store, der Microsoft Shop oder wie auch immer das denn heißt. Man kann da eben gekaufte Spiele drauf abspielen. Dann gibt es nochmal Entwicklerkonsolen, die sind dann eben nur für Entwickler gedacht, haben nochmal eigene Keys, sind mit DevTools kompatibel und so weiter. Man kann da also vom Hersteller selber gewollt eigene Sachen drauf ausführen. Aber die sind deutlich teurer als normale Konsolen meistens. Und außerdem musst du dafür irgendwie ein registrierter Entwickler werden. Dafür musst du zum Beispiel bei Nintendo eine NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, unterschreiben, wo sie sich unter anderem herausnehmen, dass sie dann die Büroräume durchsuchen dürfen und sowas. Und Microsoft dachte sich, wir haben vielleicht viele fähige Kunden, die auch gerne Spiele spielen und so. Warum geben wir diesen Kunden nicht einfach die Möglichkeit, selber Sachen zu entwickeln? Natürlich ist trotzdem noch was gegen Piraterie gemacht worden, also auch die Xbox One hat Schutzvorkehrungen. Man kann nicht einfach alle möglichen Spiele online runterladen und die dann auf der Xbox One einfach so ausführen. Aber es gibt eben eine eigene Sandbox und in der kann man dann entweder eigene Sachen entwickeln oder man kann Programme, die von anderen entwickelt wurden, aber aus irgendeinem Grund nicht im Microsoft Store sind, ausführen. Um diesen Dev Mode zu aktivieren, muss man allerdings einen Microsoft Partner Account machen. Dafür muss man 20 Euro per Kreditkarte zahlen oder man ist ein Schüler und hat, beziehungsweise Student und hat dann, ich glaube, über Microsoft Imagine oder so die Möglichkeit, sich das Ganze kostenlos zu holen. Wo man sich das kostenlos dann holen kann, das variiert aber auch immer. Deswegen kann ich da jetzt kein Tutorial zu machen. Wenn du zahlst, kannst du einfach googeln. Irgendwelche Posts gibt es da immer. Und dann kann man sich eben diese Dev Mode Activation App hier einfach aus dem Microsoft Store runterladen, die ausführen. Und dann gibt es eine Anleitung, wie man das Ganze aktivieren kann. Ich hätte das jetzt schon gemacht, deswegen muss ich die Anleitung nicht mehr befolgen. Wenn man dann den Dev Mode aktiviert hat, kann man diese Anwendung wieder starten, um da wieder reinzukommen. In der Anwendung gibt es dann die Option Switch and Restart, also damit kann man den ausführen und deactivate. Aber ich wähle jetzt einfach mal Switch and Restart aus und dann gucken wir uns den Dev Mode an. Um in den Entwicklermodus zu kommen, musst du die Konsole neu starten. Das sollte noch ein bisschen länger als ein normaler Neustart. Auch gerade bei der ersten Aktivierung muss das Ganze neu gestartet werden. Denn normalerweise gibt es eben diese Sandbox, in der die normalen Xbox One-Programme laufen. Aber für den, oder wenn man den Entwicklermodus aktiviert, wird sozusagen eine zweite Sandbox erschaffen, die quasi komplett getrennt von der anderen Sandbox ist. Das heißt, man kann nicht auf die Daten von dem normalen Betriebssystem sozusagen zugreifen. Aber es gibt dann eben zwei Betriebssysteme auf der Xbox. Einerseits das normale, mit dem man die normalen Spiele spielen kann. Und andererseits den Dev Mode, in dem man aber auch immer wieder hinwechseln kann und auch immer wieder raus zurückwechseln kann. Man verliert auch keine Daten, wenn man wechselt. Das wird alles ganz normal auf der Konsole gespeichert. Sondern man hat dann nur quasi zwei Accounts. Und der eine ist eben dann ein Dev Mode Account und der andere ein normaler Account. Der Dev Mode bringt auch noch ein paar andere Nettigkeiten dazu. Man kann, wie gesagt, das Visual Studio damit verbinden. Das heißt, man kann eigene Programme schreiben und das auch sehr schön. Leider werden UWP-Apps, also Universal Windows Plattform, Sachen unterstützt. Das heißt, man ist ein bisschen eingeschränkter, aber man kann trotzdem immer noch großartige Sachen machen. Deswegen gibt es, glaube ich, auch viele Programme für die Xbox, die es normalerweise da nicht für geben würde. Zum Beispiel Kodi, das war früher das Xbox Media Center, das ist ein sehr beliebter Media Player. Auch VLC gibt es für die Xbox One. Oder Plex. Also da gibt es echt eine ganze Menge Möglichkeiten, auch Detail Explorer und einfach alles Mögliche. Weil man es halt einfach entwickeln kann. Sobald man irgendwie allein schon zum Spielen eine Xbox besitzt, kann man die auch in den Entwicklermodus bringen. Und dann kann man damit eben auch eigene Programme schreiben. Und es gibt natürlich aus der Community auch Programme, die kann man dann über einen Webbrowser hochladen. Man kann dann auch zum Beispiel auf der Xbox ein Programm speichern, das dann andere Programme vom USB-Speicher oder so installiert. Dazu mache ich dann im Zweifelsfall auch noch ein Video, wenn da Interesse besteht. Und dann kann man eben zum Beispiel RetroArch ausführen. Das heißt, RetroArch oder auch auf die Xbox One portiert, kann man dann einfach im Dev Mode ausführen. Kommt nicht in den Microsoft Store, weil das Ganze eben gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Aber dann kann man eben trotzdem Gameboy-Spiele und Game Boy Advance und SNES und alle möglichen Arcade-Automaten und weiß der Geier was alles auf der Xbox One emulieren. Also um das Ganze zusammenzufassen,
hat man, nachdem man den Entwicklermodus aktiviert hat, den man entweder als Schüler kostenlos aktivieren kann oder als Student, oder wo man dann eben 20 Euro per Kreditkarte zahlen muss, dann hat man sozusagen zwei Betriebssysteme auf der Xbox. Das eine ist eigentlich genau das, was man vorher hatte. Und das andere, damit kann man dann eben Entwicklersachen ausführen. Und ich finde zum Beispiel einen schon, um RetroArch ausführen zu können und eben noch viele andere Emulatoren und viele andere Programme, lohnt sich das auf jeden Fall. Leider hat Microsoft nicht so viel gebaut, was Spieleunterstützung und so angeht, aber ich finde diesen Move einfach großartig. Eben insbesondere, wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht, wo man dann eine NDA oder so unterzeichnen muss. Jetzt ist die Konsole hochgefahren oder hat neu gestartet, es dauert ein bisschen zu wechseln. Wenn man aus dem Dev-Mode rausgeht, muss man noch aufpassen. Man hat dann die Option, alle Programme zu löschen, die man im Dev-Mode installiert hat, und die ist normalerweise aktiviert. Aber wenn man zum Beispiel RetroArch hat und da immer wieder auf die Speicherstände zugreifen möchte, dann ist das nicht so schlau. Und wir sind hier eben im Entwicklermenü. Man kann hier halt Visual Studio Pern die ganzen Einstellungen vornehmen. Wenn ich zu den Einstellungen oder so noch ein Video machen soll oder wenn du generell Fragen hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Aber man kann hier natürlich auch ganz normal Programme drauf speichern. Die kann man dann entweder selber programmieren oder eben welche aus dem Internet runterladen. RetroArch habe ich zum Beispiel runtergeladen. Man kann ja auch ein Home-Menü launchen, man kann auch in den Einstellungen einstellen, dass man normalerweise ins Home-Menü möchte. Und dann gibt es ja eben die ganzen Sachen, die man installiert hat. Und jetzt kann man hier zum Beispiel einfach auf der Xbox One RetroArch ausführen. Das war es aber auch mit der einfachen Einführung zum Xbox One Dev Mode oder Developer Mode. Was denkst du denn dazu? Oder hast du noch Fragen dazu, dann gerne in die Kommentare. Dazu wird es auch bestimmt nochmal weitere Videos geben. Aber dann vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.